Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Bake My Day. Ich bin's Mira und es ist Lavendelzeit und mit Lavendel kann man so einiges machen. Nicht nur Mottenbeutel, die man in den Kleiderschrank hängt, sondern auch leckere Sachen zu essen. Zum Beispiel Cupcakes, leckere Lavendel-Cupcakes. Und genau das machen wir deswegen heute mit einem leckeren Honigfrosting. Falls ihr euch fragt, wo ihr Lavendel bekommt, jetzt zur Sommerzeit gibt's frischen Lavendel fast überall. Auch beim Bioladen oder im normalen Blumenladen oder manchmal auch im Supermarkt. Falls ihr es da aber nicht findet oder lieber getrockneten Lavendel nehmen wollt, was nämlich auch sehr wunderbar geht, dann gibt's den zum Beispiel in Tees. Es gibt puren Lavendeltee, zum Beispiel jetzt in der Drogerie zum Beispiel von diesen Gesundheitsteemarken. Da habe ich einen Tee gefunden, der einfach aus 100% getrockneten Lavendelblüten besteht und den kann man natürlich auch nehmen. So, jetzt fangen wir an mit unserem Teig. Dafür nehme ich als erstes wieder Butter in Zimmertemperatur. Und die verschlage ich zusammen mit dem Zucker, bevor ich das Ei dazu gebe. Wenn ihr das habt, dann kommen als nächstes das Vanilleextrakt und die getrockneten Lavendelblüten dazu. Oder die frischen, je nachdem. Und als nächstes wieder das Mehl, das ich schon mal mit dem Backpulver und einer Prise Salz vermische. Und das abwechselnd mit der Milch. Also einen kleinen Schluck Mehl, einen kleinen Schluck Milch und einen kleinen Schluck Mehl, bis alles verbraucht ist. So, der Teig riecht jetzt schon nach Lavendel und er schmeckt auch schon lecker nach Lavendel, aber er sieht noch gar nicht nach Lavendel aus. Lavendel ist nämlich so wunderschön violett und deswegen tue ich jetzt nur für die Optik noch etwas Lebensmittelfarbe in der Farbe Violett dazu. Die könnt ihr natürlich auch mischen aus Rot und Blau, falls ihr Violett nicht da habt. Und damit bin ich jetzt wieder sehr vorsichtig, weil diese jetzt hier sehr farbintensiv ist und nehme wirklich nur eine kleine Spitze erstmal. Und schau mir das dann an, wie das aussieht. Da muss noch definitiv ein bisschen mehr dazu. Jetzt sieht es nämlich einfach nur schmutzig aus. Den fertigen Teig fülle ich jetzt nur noch in meine Förmchen. Dafür nehme ich wieder 2 Löffel. Ein bisschen Teig auf den einen Löffel und mit dem anderen Löffel alles Überschüssige auffangen. Und die kommen jetzt bei 170 Grad Umluft in den vorgeheizten Backofen für ungefähr 20 Minuten. Die Lavendel-Cupcakes sind jetzt fertig ausgekühlt und jetzt brauchen wir noch unser leckeres Honigfrosting. Und dafür nehme ich wieder Butter in Zimmertemperatur sowie Frischkäse und 2 Teelöffel, um Gottes Willen, Honig. Sowie einen kleinen Spritzer Vanilleextrakt. Und das vermische ich jetzt erstmal gut miteinander, bevor dann der Puderzucker dazu kommt. Ich habe mir mein leckeres Honigfrosting hier in so einen Spritzbeutel gefüllt mit einer Sterntülle und damit werde ich jetzt so kleine Rosen auf den Cupcake spritzen. Und das hier sind die fertigen Lavendel-Cupcakes mit Honig-Frosting. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut euch auch die anderen Videos an. Macht unbedingt Fotos von eurer Kreation und ladet sie bei Instagram hoch mit Hashtag IamBakeLab und bis ganz bald. Und ich werde jetzt probieren. Mmh. Schmeckt traumhaft.